Wir als FDP-Bundestagsfraktion fordern eine zielgerichtete Teststrategie, um Covid-19-Patienten und deren Erkrankungen aufzudecken. Wichtig ist dabei ganz besonders, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, also auch die Pflegekräfte, mit einbeziehen und gerade ältere Menschen in den Pflegeeinrichtungen, weil die besonders gefährdet sind, an Covid-19 zu erkranken. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht nur Covid-19-PCR-Tests machen, sondern zum Beispiel auch Schnelltests einsetzen, weil damit könnten wir in Zukunft auch Sportveranstaltungen oder kulturelle Veranstaltungen stattfinden lassen. Und das ist für die Kulturschaffenden sehr, sehr wichtig. Notwendig ist auch, dass die Testergebnisse dann innerhalb von 24 Stunden vorliegen. Denn nur so kann der Betroffene sein Verhalten auch darauf ausrichten.